Ja, dann würde ich einfach mal starten. Ganz kurzer Hinweis. Also wenn ihr nicht gerade eine Baustelle im Hintergrund habt oder irgendwie ein schreiendes Kind oder was weiß ich oder einen bellenden Hund, ihr dürft gerne auch den Ton anmachen. Ich finde ganz einfach im digitalen Raum, ich finde das irgendwie ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen wahrnimmt, Geräusche hört und also gut, wenn ihr jetzt gerade dann euer Brötchen abbeißt oder so, dann macht ihr den Ton am besten aus. Aber ansonsten freue ich mich einfach, ja, wenn ich mal so Schmunzler höre oder Reaktionen oder irgendwie, sonst habe ich das Gefühl, ich spreche so mit einer Wand und genau, ihr könnt auch gerne sowas wie Aha sagen oder irgendwie. Also, das ist mir einfach wichtig, dass ihr ja mitmacht, mitdenkt, mitlacht vor allem auch. Denn das werdet ihr sehen. Ich bin ja auch eher ein humorvoller Mensch. Genau, also starten wir mal. Also, meine Session heute heißt Wer bin ich? Story Listening und Story Design als Grundlage meines Menschseins. Story Design ist natürlich so ein Begriff, den hat man vielleicht schon mal gehört. Und ganz viele können sich da auch ungefähr was drunter vorstellen. In Deutschland oder im deutschen Sprachraum ist halt Design immer noch so ein bisschen, ja, das ist irgendwas ganz Elaboriertes oder so Designer. Da hat man sofort so einen schwarzen Rollkragen irgendwie im Kopf oder so. Aber in erster Linie geht es mir beim Design um einen ganz wesentlichen Prozess, um den Designprozess, den ich euch heute erklären würde und gerne werde und wo auch das Story Listening eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich möchte euch auch gerne zeigen, dass ihr alle Story Designer seid und wie ihr das dann sozusagen auch für euch umsetzen könnt. Genau, also ich halte oder ich betrachte das Story Design als einen Prozess, wie ich ja schon gesagt habe, mit einer erlernbaren Methodik. Das ist ganz wichtig, weil Storytelling an sich ist ja immer intuitiv. Ja, das ist etwas, was wir ganz automatisch machen, wenn wir bei Mutti am Kaffeetisch sitzen oder wenn wir uns hier in so einem Barcamp unterhalten. Wir erzählen ganz automatisch Geschichten und das ist nichts, wo man jetzt irgendwie erstmal einen Workshop zu besuchen muss. Im Gegensatz zu Story Design. Das ist schon etwas, wo wirklich schriftstellerisches Handwerk für gebraucht wird. Genau. Und was ist aber überhaupt eine Story? Mir ist völlig klar, bei einer Veranstaltung wie heute ist das entweder eine sehr naive Frage oder eine sehr radikale Frage. Ihr könnt das am Ende gerne selbst bewerten, was es jeweils war. Ich muss halt ehrlich gestehen, für mich ist halt in dem Diskurs um Storytelling, was wir alle verfolgen, wo wir alle Mitglieder sind in diesem Diskurs, ich vermisse halt häufig den literarischen Aspekt und den möchte ich heute gerne mit einbringen. Also wie sind Geschichten wirklich geformt? Was hat das halt auch mit dem Story Listening zu tun? Das heißt, wir schauen uns heute bei den Schriftstellern ein bisschen was ab. Und nur für den Trust und so. Ich bin mit sehr vielen AutorInnen befreundet und meine beste Freundin hat sogar letztes Jahr ihr Debüt bei DTV gefeiert. Also ich kenne aus privatem Umfeld den Entstehungsprozess einer geformten Geschichte wirklich sehr genau. Ja, und finde einfach, wir Normalsterblichen können uns halt davon was abschauen. So, und was denkt ihr, eine Frage in den Raum, was denkt ihr, was machen SchriftstellerInnen immer, bevor sie anfangen zu schreiben? Bevor sie überhaupt den Stift in die Hand nehmen, was machen sie immer? Habt ihr eine Idee? Also stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein Gefühl und irgendwas, ihr wollt dem Ausdruck verleihen und oder ihr habt euch furchtbar über irgendwas geärgert oder ihr fandet irgendwas ganz, ihr seid von irgendwas ganz begeistert und ihr wollt jetzt einen LinkedIn-Post schreiben. Das ist ja immer so die Situation, wo wir dann so vor dem weißen Blatt sitzen und nicht wissen, wie wir formulieren sollen. Was denkt ihr, was macht ein Schriftsteller immer? Überlegen, was ich sagen möchte, was Ganz meine Message ist. genau. Ganz genau. Das ist wirklich wichtig. Und das kann ich nur nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, dass man sich selbst halt auch wirklich erstmal zuhört. Also wenn man für sich selber was designen möchte. Also wie gesagt, im deutschen Sprachraum klingt Design immer noch so ein bisschen elaboriert. Aber wie gesagt, ich habe da gar nicht so diesen elaborierten Anspruch, sondern es geht wirklich um die Gestaltung dabei, wie man eine Geschichte wirklich konkret gestaltet. Genau, also die hören wirklich immer erstmal sich selbst zu, sie beobachten. Wir kennen auch das Klischee vom Schriftsteller, der im Café sitzt und seine Umgebung so beobachtet. Und dieses intensiv Zuhören und Beobachten und dann in sich drinne was entstehen lassen, um diesen Prozess, da beginnt der Designprozess. Und um den möchte ich heute halt gerne, über den möchte ich heute ganz gerne sprechen. Das ist wirklich völlig egal, ob wir in einer Dienstleisterrolle stecken und für andere Stories schreiben oder ob wir, wie gesagt, für uns selbst einen LinkedIn-Post schreiben wollen.
Genau, und bevor wir nicht wissen, was wir sagen wollen, sollten wir die Tastatur oder die Tastatur in Ruhe lassen und auch den Stift liegen lassen. Sonst werden wir auch nicht verstanden und das ist ganz wichtig. Genau, also es geht halt darum, wie wir diese Story designen und es geht aber auch darum, warum wir das nicht allein im stillen Kämmerlein tun können. Denn auch meine beste Freundin, sie schreibt jetzt gerade ihren zweiten Roman an ihrem Manuskript und ihr glaubt gar nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten wir uns da hin und her schicken und ich bin irgendwie, ja, das ist für mich selber auch irgendwie ganz, ganz cool, dass ich halt an so einem Romanprojekt irgendwie so inkludiert bin und das ist aber halt auch ganz wichtig, bevor ihr was auf LinkedIn postet. Ich meine, wenn es euch ein ganz wichtiger Post ist, weil ihr wirklich was announcen wollt oder so, ja, holt euch Feedback ein und sagt, Mensch, ich würde das gerne ausdrücken. Meinst du, ich kann das wirklich so schreiben? Holt euch da wirklich vorher Feedback ein, weil das ist immer eine Unsicherheit, die wir alle kennen. Man postet etwas und denkt so, oh Gott, kann ich das wirklich so schreiben? Ja, und ich habe so eine Art Inner Circle und den schicke ich das dann manchmal über WhatsApp oder irgendwo und sagen, nee, kannst du raushauen? Und dann denke ich mir so, okay, gut, dann mache ich das halt auch. Genau. Deswegen wäre das nämlich heute eine viel coolere Überschrift gewesen. Story Design oder nicht sein, denn es geht tatsächlich um unsere Identität. Ja, das Problem ist einfach nur, Story Design oder nicht sein hätten vielleicht nicht sofort alle verstanden und von daher eignet sich sozusagen diese doofe Überschrift, also die so ein bisschen stockig klingt, sich aber sehr gut, um den Vortrag heute zu teilen. Also im ersten Teil geht es um, wer bin ich, wie beantworten wir das? Und im zweiten Teil geht es dann wirklich um die Methodik des Story Listening und Story Design, so wie ich das praktiziere und was das halt auch mit dem Menschen zu tun hat. Genau. Was solltet ihr heute lernen? Ich lese das jetzt mal vor, was hier in dem Text steht und ich sage euch auch gleich, ihr müsst das jetzt noch nicht verstehen. Wir holen diese Folie am Schluss nochmal raus und fragen, ob ihr sie denn am Schluss verstanden habt. Aber das ist das, was ihr sozusagen aus dem Konjunktiv Präsens, also was ich mir wünsche, was ihr heute lernen sollt, sozusagen, genau, um halt auch einfach mal so klein den Erwartungshorizont ja, zu skizzieren. Merkt euch, was ihr wirklich lernen sollt oder merken sollt, wir erfinden nichts, sondern wir finden. Erfundenes, wie in der Kunst, muss man immer erklären, damit man es versteht. Was wollte der Künstler uns nur damit sagen? Ja? Design funktioniert aber von ganz allein. Sonst ist es kein oder schlechtes Design. Und wir alle können Texte designen, ist gleich gut texten, wenn wir wissen, was wir sagen wollen. Und genau das müssen wir aber vorher erst verstanden haben. Wir brauchen absolute Klarheit. Klarheit im Denken ist auch Klarheit in der Sprache. Und deswegen bin ich kein Story Artist, wie bei Pixar oder so, sondern Story Designer. Und letzten Endes seid ihr es auch alle. Genau, jetzt die erste Teil. Wer bin ich? Also, das ist die große Frage heute, wer bin ich? Aber ehrlich gesagt ist das gelogen, denn das ist nicht nur die große Frage, sondern das ist die größte und zugleich auch die schwierigste Frage. Und es ist außerdem nicht nur heute eine Frage, sondern es war die Frage schon gestern und vorgestern. Wir denken alle an unsere Identitätskrisen in der Pubertät. Und es ist auch gleichzeitig die große Frage der Zukunft. Und viele Menschen kommen bei dieser Frage aber echt ins Strudeln und auch Mitarbeiter und Corporates. Wer ist die Firma, für die du arbeitest? Also garantiert oder eigentlich geht immer die Antwort los, ja, also wir machen. Also es wird immer was mit machen, wir verkaufen, wir machen dies und das, ja. Und dann folgt eine Benennung an Produkten und Dienstleistungen, die da so verkauft werden. Aber ganz im Ernst, das ist nicht die Antwort auf die Frage, wer man ist. Wir beantworten diese Frage nicht mit einer Vita, mit einem verschriftlichen Lebenslauf und wir beantworten sie auch nicht mit einer Aufzählung von Eigenschaften und auch nicht mit dem, was wir in irgendeinem Teamworkshop mal ausgedacht, also erfunden haben. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also da gehen wir auch wirklich noch später ausführlich drauf ein. Sondern wir beantworten sie mit Anekdoten aus dem Alltag, was einen halt so widerfährt und passiert, wofür, warum man sich wofür entscheidet und genau, mit Stories eben, ja. Und Stories sind de facto Literatur. Und was das wiederum ist, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen und dann versteht ihr das mit dem Story-Design auch immer besser, da bin ich mir ganz sicher. Genau, also bevor ich einen Einblick in diese Methodik des Story Design gebe, möchte ich aber erstmal zeigen, was ich für mich so gefunden ist gleich designt habe. Möchte mich also ganz kurz nochmal vorstellen. Und das möchte ich ganz gerne mit zwei Sprachbildern beantworten. Und achtet doch mal darauf, wie sehr ihr ein Gefühl dafür bekommt, wer ich als Theresa wirklich bin.
Das erste Bild ist aus der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit. Da habe ich vor allem in Workshops immer gesagt, ja, Theresa Werner ist gewitzt und schnell und so ehrlich wie eine kalte Cola an einem heißen Sommertag. Erfrischend ehrlich halt. Und wenn wir ehrlich sind, mit meinen dunklen Haaren gibt das ja auch durchaus Sinn. Und alle, die mich kennen, bestätigen das auch, dass das mit dem gewitzt und so auch wirklich stimmt. Also ich bin von meiner ganzen Art immer sehr dynamisch und wirke auch immer sehr schnell. Ich bin es nicht immer, aber ich wirke sehr schnell. Aber insgesamt bringe ich halt schon eher Schwung in die Bude. Genau. Und ja, und auch ganz viele Leute finden immer total cool, was ich mache und so. Das Problem ist nur, es hat sich was verändert. Und zwar durch die Pandemie habe ich wirklich sehr viele weiße Haare gekriegt. mit Homeoffice und Kleinkind etc. Ihr könnt euch das ja vorstellen. Und so langsam habe ich auch gar keinen Nerv mehr, die alle einzeln auszureißen, was ich nämlich bisher immer noch tue. das heißt, ich will das jetzt annehmen, dass meine Haare weiß werden und ich mich auch im Inneren verändert habe. Also diese weißen Haare, es fühlt sich wirklich so für mich so an, als ob das so ein bisschen auf mein Inneres abfärbt. Woran ich das merke, ich beginne aktuell, mich unwohl mit dem zu fühlen, was ich teilweise immer noch tue. Also höre ich mir gerade sehr, sehr intensiv zu. Und ich weiß inzwischen, dass ich mit Menschen und Firmen noch mehr in der Tiefe ihrer Identität arbeiten möchte und nicht nur witzige, coole Workshops darüber halten will, wie das mit den Reels auf Instagram halt so funktioniert. Das hätte ja noch ganz gut zu dieser kalten Cola gepasst, ja. Genau, also habe ich jetzt ein neues Bild und ganz witzig ist, das Bild hat schon immer existiert in mir und ich habe sogar letztes Jahr sogar schon ein Soundlogo daraus gebastelt, weil ich mache halt wirklich sehr intensives Digital Storytelling, vor allem auf Instagram mit sehr viel Popkulturelementen und so weiter. Also meine Community weiß das auch sehr zu schätzen und so ein bisschen Inspo war das auch für heute. Und ich habe ein Soundlogo gemacht, wo ich mir gedacht hatte, ach, immer wenn ich ein YouTube-Video habe, dann werde ich das so als Opener verwenden oder manchmal auch für eine Story. Und ich will euch dieses Video, dieses Soundlogo mal ganz kurz zeigen. Es geht nur 2 Sekunden, also ihr müsst jetzt mal ganz kurz intensiv hingucken. Geht ganz schnell nur. Habt ihr es gesehen oder war da irgendwie diese Dings im Weg? Der Punkt war im Weg. Ja, schade. Schade. Mal nochmal. Das habe ich natürlich nicht getestet. So. Genau. Also was habt ihr gesehen? 2 Wale, die so auftauchen. Also ich fand das damals, das hat mich intuitiv einfach tierisch angesprochen. Das Tier, der Wal, und ich liebe Wale einfach und mir ist jetzt wirklich auch bewusst geworden, warum. Ich bin ein Wal, der ganz tief taucht und der intuitiv sehr viel weiß und spürt und wahrnimmt und ich finde diese Tiefe, diese menschliche Identitätstiefe auch deswegen total faszinierend, weil man da drin auch wirklich Monster findet. Das ist etwas, was überhaupt nicht businesslike ist, aber ich meine, wir alle, wir sind im Storytelling-Kontext unterwegs, wir kennen alle Brené Brown, die Angst vor der Scham und so weiter, die Angst, sich wirklich zu zeigen, das ist etwas, was mich gerade total interessiert und dieses sich selber erstmal erkennen und auch wirklich man selbst sein, das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Also das ist gar nicht so einfach, weil wir halt wirklich ganz häufig in der Anpassung sind und in der Anpassung werden wir halt auch häufig unglücklich. Genau. Und das mit dem Wal, das funktioniert wirklich ganz gut, dieses Bild, denn für mich ist das wirklich manchmal so, wenn ich in den Social Media unterwegs bin, ich tauche dann auf und sehe dann wie so ein Meeresfelsen, auf dem so PM-Kormorane, CEO-Albatrosse und 1000 andere Arten ihre Nester so bauen und ich tauche dann aber immer wieder ab. Also das Getümmel, das ist mir halt meistens auch zu viel. Also von meiner Wesensart, ich bin halt auch ja wirklich sehr introvertiert, das muss ich sagen. Also ich kann auf einer Bühne ganz gut sprechen, aber mir ist es halt einfach wichtig, dass ich wirklich viel Zeit auch für mich verbringe in meiner Denkwelt sozusagen. Also es passt wirklich ganz gut, dieses Wahlbild. Trotzdem bin ich aber immer noch diese kalte Cola. Und jetzt denkt man so, was hat eine kalte Cola mit dem Wal zu tun? Ja, nichts. Es ist einfach nur, dass ich sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner bin. Ja, das ist meine Story. Aber natürlich wollt ihr vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz was über meine Vita wissen. Weil jetzt habt ihr so ungefähr verstanden, wie ich so drauf bin, von meiner ganzen Art.
Gib mir irgendwie ein Kopfzeichen oder nickt oder macht mir irgendwas. Okay, genau. Und wir werden später auch noch klären, woran das gelegen hat. Ich habe euch überhaupt nichts von meiner Vita erzählt und trotzdem wisst ihr jetzt, wer ich bin. Trotzdem ganz kurz was zu meiner Vita. Also ich bin aus meinem ersten Leben Literaturwissenschaftlerin und ich hatte auch ein Stipendium der Adenauer Stiftung für meine Doktorarbeit. Ich wollte über Robert Musil schreiben. Und ich habe das aber abgebrochen, wie gesagt, weil mein Wahl in mir schon immer sehr intuitive Entscheidungen getroffen hat, die für die Außenwelt nicht immer so ganz klar waren. Ich bin dann in eine Agentur gegangen und habe dort auf Agenturseite sozusagen Stories und Content für den globalen Marktauftritt von Otto Bock geschrieben. Das sind die Hauptsponsoren der Paralympics, Weltmarktführer in Prothetik und Orthetik. Und wie ihr wisst, ist die Healthcare-Branche die Branche, in der man so richtig schönes Big-Picture-Storytelling machen kann. Ja? Also da kannst du so richtig aus dem Vollen schöpfen. Und da habe ich halt sozusagen wirklich dies gelernt, wie man Stories für Märkte und Medien schreibt und aufarbeitet. Da war natürlich auch die Literaturwissenschaften super Grundlage. Und jetzt arbeite ich halt freiberuflich als Story-Designerin und Social Author. Jedenfalls als Story-Designerin arbeite ich mit Metaphern wie eben mit dem Meeresfelsen nur sehr sparsam, weil die Menschen sind halt noch nicht so richtig bereit dafür. Die bekommen sowas geschrieben und gerade so die ganzen Head-Offs, die sagen dann immer, ja, geil. So, wir kennen auch dieses typische Sprachbild vom Konzern in der Umwandlung, das ist der tanzende Elefant und so. Das sind immer so Metaphern, die lösen sofort was aus, wir finden die sofort geil und gut und treffend. Das Problem ist, wir wenden sie nicht an. Ja, warum? Weil wir Angst und Scham haben und weil es auch ein bisschen cringy ist. Ja, und das ist halt auch total menschlich und da sind wir halt auch bei unserem Barcamp-Thema. Denn auch ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, euch das mit dem Wahl zu erzählen, weil mir das echt einfach ein bisschen zu groß vorkommt. Ja, das ist für mich ein zu großes Bild, wo ich denke, es ist so, es ist ein wahrhaftiges Bild. Unterschied zum wahrhaftigen und wahren Bild. Es ist nicht wahr, weil so dick bin ich jetzt auch nicht. Ja, aber es ist ein wahrhaftiges Bild. Genau, und ich wurde auch Anfang des Jahres ziemlich krank. Ich hatte eine Panikstörung über mehrere Wochen und die kam genau daher, weil ich den Wahl in mir geleugnet habe. Trotzdem würde ich diese Geschichte nicht auf LinkedIn posten und wenn, oder bei Instagram, wenn dann immer nur im ironischen Kontext. Und da sieht man mal, was man für Formentscheidungen treffen muss, nachdem man etwas gefunden hat. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass wir da heute auch wirklich ein Verständnis für bekommen. Genau, jedenfalls mein Wahl und ich, bitte mal, genau, also das ist nochmal ganz kurz so dargestellt, dieser Wahl, wo ich mich wirklich, also dieses Bild hat ganz stark in mir gearbeitet, da hatte ich wirklich eine tiefe Erkenntnis bei diesem Bild, also so diese oberflächliche Welt mit ihren ganzen Regeln und Theresa, ich habe jetzt geschrieben, und ihre Cool Gang, weil ich tatsächlich auch inzwischen andere Wale gefunden habe, die sehr tiefgründig unterwegs sind und in dieser Welt des Wahrnehmens und des auch sich Trauens, das auszusprechen, was man wahrgenommen hat. Das ist nämlich noch was anderes. Das steht noch auf einem anderen Blatt. Genau, hier, das wollte ich noch zeigen. Das war, als ich bei der Adenauer Stiftung war. Genau, war ich auch ein völlig anderer Mensch. Ich habe mich wirklich sehr, sehr verändert. So, genau. Jedenfalls, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Wortwitz. Der Wahl und ich. Metaphern finden wir gut. Also in doppelter Hinsicht, wir finden sie gut, wir mögen sie, aber wir finden sie auch gut. Also wenn man uns beauftragt, irgendwie eine Metapher zu finden, dann kriegen wir das ganz gut hin und das ist definitiv auch eine anspruchsvolle Aufgabe, eine gute Metapher zu finden. Also eine, die nicht cringy ist, die nicht peinlich ist, die nicht zu groß ist, um sie zu erzählen. Ja, damit man irgendwie nicht, weil wir alle wollen uns nicht über die Maßen besonders machen. Ja, das ist etwas, was uns, also zumindest den meisten von uns. Sei denn, man ist extrem extrovertiert. Das ist dann aber auch okay. Also wenn mich jemand so beauftragt, der kann dann auch eine richtige, also ich kann das, ich kann sowas texten, ja. Genau. Kommen wir also zum zweiten Teil, Story Listening und Story Design als Grundstein meines Menschseins. Also was sehe ich denn außer Metapher noch so, wenn ich da in der Tiefe irgendwie rumtauche? Ich habe mal für Tobias diesen sehr schönen Satz getextet. Also ich bin da wirklich ein bisschen stolz auf diesen Satz. Wenn ich eins kann, dann mit meinen Augen zuhören, denn das Wesentliche will erst erkannt werden, bevor es verändert oder erzählt werden will. Also auf diesen Satz bin ich schon ein bisschen neidisch. Also ist jetzt die Frage, ob ich auch mich selbst neidisch bin, keine Ahnung. Aber dieser Satz drückt halt genau aus, was auch ich mache. Aber für Tobias passt er schon besser, weil er ja auch ein viel gepriesener Fotograf ist und so weiter, ne? Aber auch ich sehe beim Zuhören, beim Story Listening
wie es hier und heute heißt. Aber was sehe ich? Und zwar sind das drei ganz konkrete Dinge. Und da achtet ihr in Zukunft bitte auch einfach drauf, bevor ihr irgendwie was schreiben wollt oder machen wollt. Ich sehe beim Zuhören Werte, den Plot und die Gesten, die bei gewissen O-Tönen gemacht werden. Ich werde auf alle drei Sachen gleich noch mal ein bisschen intensiver eingehen. Und für den Designprozess brauchen wir diese drei Sachen und aus denen designen wir dann eine Story in Co-Kreation. Also ich mache das mit meinen Klienten nur in Co-Kreation, weil ich niemanden was auf den Leib texten will, sondern auch Tobias und ich, er hatte irgendwie 5 Termine bei mir gebucht und in diesen 5 Terminen ist das halt so entstanden. Genau, und bei Tobias habe ich halt beim Zuhören seinen Blick gesehen. Also wenn du dich mit Tobias unterhältst, er hat auch ein Gespür für das Detail und auch, dass er Wert auf wesentliche Schönheit legt, also auch auf innere Schönheit. Das ist also und wenn man Tobias zuhört, da sind wir nämlich auch bei den O-Tönen, er sagt ganz häufig sowas wie Golden Nuggets und so, ja. Also da sieht man, welche Sprache er verwendet, da sieht man schon halt auch ganz viel ja, seine Werte und wie er halt so ist. Genau. Jetzt wird's mal ganz kurz wissenschaftlich. Und zwar diese drei Dinge, den Wert, den Plot und die Gesten bei den O-Tönen, die sehe ich jetzt auch nicht irgendwie intuitiv oder so, sondern da arbeite ich mit den Methoden aus der Geisteswissenschaft beziehungsweise aus der Literaturwissenschaft, die ja eine Geisteswissenschaft ist, und halt auch aus der Schriftstellerei. Die Literaturwissenschaftlerin in mir arbeitet mit den Werten und dem Plot, also mit den Inhalten, und die Schriftstellerin in mir arbeitet mit den Formen, also mit den O-Tönen, ja. Ganz wichtig, dass ihr ein Bewusstsein davon habt, es gibt einen Unterschied zwischen Inhalten und Formen. Deswegen sage ich auch, bei Social Media kann man de facto alles erzählen. Also ganz übertriebenes Beispiel, den Gang zur Mülltonne kann man posten. Es ist inhaltlich vielleicht nicht so spannend, aber wenn man die Gedanken, die man dabei hat, sozusagen, und wenn man das noch in eine ansprechende, dem Medium angemessene Form gießt, dann kann man auch das erzählen. Ja, weil viele mal auch, ich weiß nicht, was ich posten soll und so weiter. Ja, postet, was in euch vorgeht. Genau. Und ich arbeite, die Geisteswissenschaft hat ja in den 60er Jahren ein ganz großes Geschenk bekommen. Und zwar ist es dieses Buch, ich halte es mal ganz kurz in die Kamera, Wahrheit und Methode von Hans-Georg Gadamer. Und man sagt, Gadamer ist so ein bisschen der Einstein der Geisteswissenschaft. Was ist bei Gadamer ganz wichtig? Und zwar die Hermeneutik ist die Wissenschaft vom Verstehen. Und das ist halt etwas, was irgendwie, ja, es gibt da so einen Methodenkampf in der Wissenschaft, auf den will ich jetzt gar nicht eingehen, aber er hat sozusagen den hermeneutischen Zirkel ja beschrieben. Der hermeneutische Zirkel ist, man kann nur das verstehen, was man schon mal verstanden hat. Also es gibt so eine Art Vorverstehen. Und man kann das Detail nur im Ganzen und das Ganze nur im Detail verstehen. Und das ist halt etwas auf Story-Listening bezogen. Wenn wir die Menschen und ihre Story verstehen wollen, dann geht das eben nur in diesem fragenden Dialog und im genauen Zuhören und Beobachten, wie Schriftsteller das auch machen, und in einem parallelen, interpretierenden Verstehen. Ja, also das Thema Interpretation ist ganz wichtig und Interpretation kann man lernen. Sobald wir etwas nicht verstanden haben, fragen wir, und zwar sofort. Ja, wie meinst du das? Das ist ganz wichtig, um wirklich das Ganze zu verstehen und halt auch wirklich diese Story zu verstehen. Genau, zum Beispiel mein Professor, der hat, wenn wir so im Seminar gesessen haben und irgendwie Goethe-Gedichte besprochen haben oder so, der hat immer sehr fiese Fragen gestellt. Und warum waren die Fragen fies? Weil die einfach waren. Die waren super einfach. Das waren keine komplizierten Fragen, sondern das waren ganz einfache Fragen. Und das ist die Methodik dabei. Ja, also Verständnisfragen stellen. Es klingt jetzt ein bisschen plump, aber das ist wirklich genau der Punkt, wie wir uns unserer eigenen Story halt nähern. Genau, jetzt möchte ich, Moment, jetzt gehe ich nochmal auf die einzelnen Punkte ein, und zwar das Thema Werte. Ja, vorhin habe ich ja gesagt, Anekdoten sind Stories, mit denen beantworten wir, wer wir sind. Stories sind Literatur, aber was ist das überhaupt? Also selbst die Wissenschaft ist sich da nicht so ganz einig. Wie gesagt, es gibt da so einen kleinen Gelehrtenstreit. Ist die Story, die ich bei Mutti am Kaffeetisch erzähle, schon Literatur? Nee, oder? Aber vielleicht ist es schon die Instagram-Story, weil die ist ja wenigstens geformt, oder? Oder ist nur das Literatur, was bei einem etablierten Verlag veröffentlicht wurde? Ich persönlich sehe das super entspannt und habe einen erweiterten Literaturbegriff und folge damit meinem Professor, wie wir ihr im Bild sehen, Gottfried Willems, ist leider letztes Jahr gestorben. Das war ganz schlimm für mich.
Und Herr Willems hat übrigens auch bei Gadamer gelernt. Also das war sein, also er hat bei Gadamer studiert und ich habe sozusagen bei Herrn Willems studiert. Und das ist eine ganz berühmte Definition von Literatur von Herrn Willems. Und ich sage das auch bitte nicht bei LinkedIn posten, ohne seinen Namen zu nennen, weil das einfach jahrelange Forschung ist, die dahinter steckt. Literatur ist wertende Kommunikation über Werte. Ja? Und diese Werte, die können wir interpretieren. Ja, wir verstehen eine Geschichte oder einen Menschen oder ein Ereignis oder was uns passiert ist viel besser, wenn wir wissen, was ist denn da eigentlich passiert? Also, warum habe ich mich in der Situation getriggert gefühlt? Ja, weil da Werte von mir verletzt wurden. Ja, das ist, und so verstehen wir besser, wer wir sind. Also Geschichten machen Werte anschaulich, bringen sie zur Darstellung, wie wir in der Forschung sagen. Und nein, man kann sie sich nicht auf die Fahne schreiben in irgendwelchen Workshops. Das funktioniert nicht, weil Werte sind eine Art Wesens-DNA. Ich wäre auch gern größer, aber ich bin halt nur 1,63. Ja, das ist halt so. Das muss ich jetzt akzeptieren. Das heißt, die Werte, die sind einfach da. Genau, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ich liebe diese Folie wirklich sehr, heiß und innig, das Thema Plots. Wenn ich Menschen zuhöre, rattert in meinem Kopf schon automatisch die Plotmaschine. Natürlich sind wir alle einzigartig und besonders, aber unsere Geschichten sind es eigentlich nicht. Das ist jetzt ein Zahn, den ich jetzt leider mal ziehen muss. Wir sind in unserer Kombination mit unseren Werten und auch mit unseren Erlebnissen und so sind wir alle einzigartig. Aber es gibt eine Art Geschichtstypen. Und zwar hat das Christopher Booker rausgefunden. Dass dieses Buch, also wer sich wirklich tiefer in das Thema Geschichten schreiben, einarbeiten möchte, dem kann ich das empfehlen. The Seven Basic Plots. Christopher Booker hat auf dem Sofa gesessen, hat der weiße Hai gesehen, was wir hier oben sehen, links oben, und hat sich irgendwie gedacht, das ist doch genau dieselbe Geschichte wie die Beowulf-Saga aus dem 6. Jahrhundert aus Norwegen. Hat dann nachgeforscht und herausgefunden, dass der Drehbuchautor des weißen Hais die Sage aber gar nicht kannte. De facto ist es aber dieselbe Geschichte. Ja, da kommt ein Monster aus der unbekannten Tiefe und bedroht Leib und Leben. Und auf das Leben übertragen kann das halt eine Erkrankung sein, eine Krebserkrankung oder ein doofer Chef, der mir plötzlich vor die Nase gestellt wurde oder wie auch immer, ja. Also da sehen wir schon, dass diese Geschichtstypen wirklich funktionieren, auch im Leben oder halt auch in Filmen und Literatur und überall. Geschichten passieren so nach gewissen Typen. Und ich habe jetzt hier wirklich nur die fünf wichtigsten, mit denen ich auch am allermeisten arbeite. Dann haben wir noch den zweiten Plot, das ist mit Rocky hier unten, links unten, das ist der Underdog-Plot, nennt ich das immer, das kennen wir von Cinderella und Aschenputtel. Jemand hat total viel Potenzial und wird aber nicht gesehen, fühlt sich unsichtbar, und unsere liebe Katha Krenz, mit der ich auch zusammenarbeite, hat da mal einen sehr schönen Begriff für geprägt, und zwar nennt sie das Chancenintelligenz. Bei diesem Plot geht es immer darum, dass jemand eine einmalige Gelegenheit bekommt, sich zu beweisen. Ja, so wie ich zum Beispiel heute die einmalige Gelegenheit habe, endlich mal über Story Design zu sprechen. Das ist halt, bei Aschenputtel ist das halt der Ball des Prinzen oder so. Ja, der Plot in der Mitte, das ist aber mein eigentlicher Plot, und zwar ist es die Mission. Wir kennen das von Herr der Ringe, und zwar ist die Mission, da bekommt jemand eine Aufgabe, kann auch eine Art innerer Ruf sein, das ist bei mir der Fall, man fühlt sich für diese Aufgabe aber eigentlich viel zu klein und unbedeutend, und man braucht definitiv ein Team. Also ohne Team funktioniert es nicht, ja. Das ist übrigens, Führungskräfte sind immer der Meinung, sie sind auf einer Mission, und dann stellt sich raus, sind sie aber doch nicht, weil sie das mit dem Team noch nicht so ganz, aber das ist ein anderes Thema. Der vierte Plot, das ist Alice im Wunderland, die fremde Welt, und zwar, wenn Menschen mir sagen, sie sind neugierig, so Generalisten und Scanner-Typen, das sind de facto immer Alice. Also man folgt irgendein rosa Kaninchen und fällt in irgendein Loch, findet das Loch aber irgendwie total spannend und findet das auch gar nicht schlimm, dass man dann auf einmal mit einer Grinsekatze konfrontiert ist und so weiter. Genau. Und der letzte Plot, das ist die Wiederkehr aus dem Schattenreich. Wir kennen das natürlich, die berühmteste Geschichte davon ist Jesus. Das ist die Wiedergeburt, und da ist wirklich ein altes Ich gestorben und wird dann komplett wiedergeboren. Also so wie ich zum Beispiel, also ich hatte eine Wiedergeburt, nachdem ich mein Stipendium der Adenauer Stiftung zurückgegeben habe. Das war definitiv eine Wiedergeburt, ja. Und ich bin als kalte Cola wiedergekommen, und jetzt aktuell bin ich wieder im Transformationsprozess und merke, dass ich mich halt doch irgendwie noch weiterentwickle. Genau. Genau, das ist halt das Plot-Thema. Und jetzt nochmal die O-Töne, mit denen ich wirklich gerne arbeite. O-Töne sind einerseits ganz,
ganz wertvolle Insights. Und wer sozusagen das Agenturleben kennt, der weiß, dass Insights mit Gold gehandelt werden. Ja, also wenn wir eine gute Story schreiben wollen, brauchen wir Insights und das sind immer O-Töne. Also wenn jemand so aus dem Brustton der Überzeugung irgendwas sagt, dann ist das für mich quasi schon ein Geschenk, ja, weil da haben wir erstens jemanden schon verstanden, indem wir genau beobachtet haben, was ist da passiert, hat er welche Gestiken, welche Mimiken hat er dabei verwandt. Aber es ist natürlich für mich als Designerin dann aber auch spannend, weil es eine geformte Sprache schon ist. Ja, also das sind O-Töne, die kann man direkt im Text auch verwenden. Und das würde ich sowieso immer empfehlen. Das ist ja inzwischen auch schon Allgemeinwissen geworden. Gute Texte sind die, die auch vorgelesen super gut funktionieren. Also so schreiben, wie man spricht, ist immer sowieso das Beste, um einen wirklich guten Text zu schreiben. Ja. So, und ich habe natürlich, weil ich Biografiearbeit mache, das ist sehr sensibel, ich kann euch jetzt kein Kundenbeispiel nennen, da habe ich halt einfach jetzt das aus meinem absoluten Lieblingsfilm genommen, Kevin allein zu Hause. Also ich habe ganz hohes Identifikationspotenzial mit diesem Film, weil auch ich komme aus einer riesengroßen Familie, ich habe 4 Geschwister und ich bin zwar nicht auf dem Dachboden vergessen worden, aber ich habe mich wirklich als Kind genauso wie Kevin gefühlt. Und Kevin hat aber echt eigentlich auch ein sehr goldenes Herz und das erkennen wir, wenn ihr da am Schluss, fast am Schluss des Films, kurz bevor der große Kampf gegen die Einbrecher kommt, sitzt er in der Kirche neben diesem alten Nachbarn, vor dem er eigentlich so Angst hatte. Und der erzählt ihm seine Geschichte und sagt, ja, ich habe irgendwie mich mit meiner Familie zerstritten und ja, ich bin Weihnachten ganz allein. Und dann sagt er, ich will ja nicht frech sein, aber sind Sie nicht ein bisschen alt, um sich zu fürchten? Und ich finde halt diesen Satz einfach so grandios und so ehrlich. Und aus diesem Satz könnte man jetzt halt schon direkt einen kompletten Einstieg texten. Ich habe das mal so vorbereitet, nur dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie ich eine Story texte. Und zwar würde das so losgehen. Oft fühlte ich mich zu klein und hatte auch echt vor vielen Sachen Angst. Sogar vor dem Ofen im Keller. Mein Bruder machte sich permanent über mich lustig und auch sonst nahm ich die Familie nicht ernst. Vielleicht war auch genau das der Grund, warum sie mich auf dem Dachboden vergaßen. Was jedenfalls danach passierte, sollte ihnen allen zeigen, wer ich wirklich war. Aber wenn ich ehrlich bin, auch ich selbst habe es erst dann verstanden. Ja, also das ist so geht eine Story los. Das ist wirklich so, das ist schon sehr emotional. Und ihr versteht vielleicht auch, wie das mit dem Ganzen, was ich euch erklärt habe, dass ihr das, ich bin davon überzeugt, dass ihr sowas auch texten könnt. Ihr könnt das. Genau. Also so ungefähr funktioniert das halt. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Trotzdem noch ein Abschlussbeispiel. Das ist auch eine meiner letzten Referenzen sozusagen. Das ist die Seite von Connecting Humans. Das ist ja sozusagen die Firma oder die Brand von Katha Krenz. Und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet mit dem Underdog-Plot, ne? Also so mit diesen, wenn man sein Potenzial irgendwie, wenn das nicht richtig sichtbar ist und man ist irgendwie so in der zweiten Reihe und niemand sieht mich und so weiter. Ja, so typisch wie bei Cinderella halt. Das ist der Plot, mit dem wir hier gearbeitet haben. Also das ist halt einfach, bei Working Out Loud, bei Frauen stärken, geht es ja auch eben genau darum, Frauen halt in die Sichtbarkeit zu bringen. Und daraus haben wir dann halt voll, und wir sage ich wirklich in Co-Kreation. Ja, das ist jetzt nicht hier der geniale Texter-Einfall von Theresa, sondern ich mache das in Co-Kreation mit den O-Tönen der Kunden halt zusammen. Und da ist halt die Headline geworden, können wir etwas schaffen, das größer ist als wir selbst. Ne? Und das könnte man jetzt noch weiter analysieren und interpretieren, aber mit einem Blick auf die Zeit würde ich ganz gerne langsam zum Schluss kommen. So, genau. Dieses Bild ist mir nochmal ganz wichtig, also das fand ich auch sehr beeindruckend, als ich das bei Canva gefunden habe, muss ich ehrlich gestehen. Als ich euch das halt vorhin mit dem Wal erzählt habe, der da in der Tiefe irgendwie ganz schlau und stark schwimmt, also den Wal, den habt ihr alle und darauf könnt ihr auch vertrauen. Ja, ich kenne meinen Wal halt wirklich sehr gut, weil ich halt diesen Bildungsweg mit Literaturwissenschaft und Content schreiben für Healthcare und so weiter. Ja, deswegen kenne ich meinen Wal einfach sehr gut, aber ihr habt ihn alle. Und deswegen ganz viele Leute, die ich irgendwie trainiere mit LinkedIn-Sichtbarkeit und so weiter, die sagen immer, ich kann nicht texten. Und dann sage ich, doch, kannst du. Denn alte Texterweisheit, wir können immer texten, wenn wir wissen, was wir sagen wollen. Ja, also diesen Satz, den schreibt ihr euch einfach mal hinter die Löffel. Wir können immer texten, wenn wir wissen, was wir sagen wollen. Und wir wollen sagen, was wir sehen.
Wir trauen uns nur ganz häufig nicht, das auch wirklich zu sagen, weil vielleicht der Chef mitliest oder die Kunden oder. Insgesamt halt die anderen. Wir haben alle eine tierische Angst vor den anderen. Aber da möchte ich euch mit einem Mantra von Ernest Hemingway ganz kurz aushelfen. Und zwar kann man das in diesem wundervollen Buch nachlesen, Paris, ein Fest fürs Leben. Auf der Formebene sehr spannend zu lesen, weil Hemingway sich de facto um klassische Formen überhaupt nicht gekümmert hat. Er hat einfach so geschrieben, wie er es gerade empfunden hat. Also eine sehr authentische Sprache. Und Hemingway hat gesagt, du brauchst nur einen einzigen wahren Satz zu schreiben. Schreib den wahrsten Satz, den du kennst. Und diesen Satz, den kann man für sich auch mal nur so ganz heimlich aufschreiben. Ja, so in sein Journal oder auf einen Zettel oder irgendwas. Schreib den wahrsten Satz, auf den du kennst. Und in diesem Moment erkennt ihr euch auch selbst. Und das ist dann auch der Anfang unserer Story. Und halt auch eben der Beginn dieses Designprozesses, ne? Und auch der Grund, warum ich mit O-Tönen arbeite. Und ihr seht, die Kreise schließen sich hier heute nicht nur in der zwei-, sondern auch in der dreidimensionalen. Aber genauso soll das sein, weil unser Kopf mit seinen ganzen Nervenverknüpfungen nun auch mal dreidimensional ist. Das ist halt einfach so. Und die Verknüpfungen zu finden, die euch jeweils ausmachen, unabhängig von dem Plot, ja, das ist sozusagen eure Identität. Damit beantworten wir, wer bin ich? Genau. Jetzt ganz kurz vor Schluss, weil ich möchte euch noch die Gelegenheit geben, dass wir uns noch ein bisschen unterhalten, dass ihr Fragen stellen könnt. Was solltet ihr heute lernen? Jetzt ist das solltet als Präteritum gemeint, was ich mir wünsche, was ihr mitgenommen habt. Wir erfinden nichts, sondern wir finden. Erfunden ist wie in der Kunst, muss man immer erklären, damit man es versteht. Design funktioniert von ganz allein, sonst ist es kein oder schlechtes Design. Wir alle können Texte designen, ist gleich gut texten, wenn wir wissen, was wir sagen wollen. Genau das müssen wir aber vorher erst verstanden haben. Wir brauchen absolute Klarheit. Klarheit im Denken ist auch Klarheit in der Sprache. Und deswegen bin ich kein Story Artist, sondern Story Designer. Und ihr seid es eben auch. So, und jetzt freue ich mich auf alle radikalen oder naiven Fragen, die ihr so auf Lager habt. Bitte keine falsche Scham. Das, wie gesagt, hatten wir heute oft genug zum Thema. Man traut sich häufig nicht. Stellt bitte alle Fragen, die euch vorkommen. Und es gibt keine doofen Fragen. Fragt bitte alles. Ich freue mich auf die Diskussion. Hier sind alle erstmal so, Dann mache ich mal einen Anfang. Ja. Vielen Dank, Theresa. Ich habe mir ganz viele Schlagworte und Sätze aufgeschrieben und bringt mich total ins Denken und ich weiß, dass ich schon ganz oft schon die Dinge wieder aufgreifen werde in den nächsten Tagen und Wochen. Umtreibt, ist die Frage, wie, und du hast ja eine riesen Bandbreite an Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Menschen und Organisationen, wie gelingt es dir oder wie hilfst du deinen Klienten, wenn du in Co-Creation zu dieser Frage, wer bin ich eigentlich oder wer sind wir eigentlich, einen Zugang zu finden? Also mit welchen Methoden, mit welcher Hilfestellung ebnest du den Weg, dass sie den finden am Ende? Genau, also da kann ich noch mal ganz kurz zurück zu dieser Folie geben. Also der Einstieg ist tatsächlich, dass wir uns über Plots unterhalten. Ja, also ich arbeite so, dass ich diese Plots vorstelle. Also wie gesagt, man kann sie sehr, sehr, sehr ausführlich, also das Buch hat 680 Seiten, man kann die in diesem Buch nachlesen, The Seven Basic Plots. Und das ist wirklich sehr differenziert. Und also gerade wenn man jetzt wirklich richtig Romane schreiben will oder Drehbücher oder so, dann ist dieses Buch wirklich ein Muss. Ja, das ist, also es gibt ganz viele Bücher. Es gibt halt zum Beispiel auch hier das hier. Das kennt ihr vielleicht alle von dem Robert McKee. Das ist auch nicht schlecht. Und ja, es gibt tausend. Also ich habe das ganze Regal hier voll mit Büchern, aber ich arbeite wirklich fast nur mit dem, weil das wirklich für mich, das ist halt überschaubar. Du hast diese fünf Plots. Also ich habe zwei von Christopher Booker ausgesprochen. Das ist die Komödie und Tragödie, weil die einfach so im Business-Kontext nicht relevant ist. Aber ich unterhalte nicht. Ich sage mal, denkt ihr, ihr seid auf einer Mission oder denkt ihr, oder du, je nachdem, ob es im 1:1 ist. Ne? Und du merkst bei den Leuten, und da beobachte ich immer genau die Reaktion auch von den Leuten. Und wenn sie sagen, ja, stimmt die Alice, also das ist das, ja, so, dann weiß ich, okay, wir haben zumindest schon mal den Plot, ja, und dann hat man den Kern der Geschichte. Und wann warst du denn eine Alice? Und übrigens ganz wichtig, es ist nie immer nur ein Plot, sondern es ist immer die Kombination, ja. Also es gibt zum Beispiel Leute, die sind auf einer Mission in einer fremden Welt, ja.
Also zum Beispiel, ich hatte neulich erst wieder eine Klientin, auch Führungskraft, die ist eine richtige Alice. Das war auch erstmal so eine Erkenntnis, so sie, ich so, ja, de facto, es tut mir leid, ich kann ja auch nichts dran ändern, aber wer neugierig ist und rosa Kaninchen folgt, ist es halt. Aber dann ist sie, wenn sie in einer fremden Welt ist, geht sie ganz gezielt auf eine Mission. Ja, also das ist schon diese Kombi. Und es gibt auch Leute, die werden, nachdem sie diesen Underdog-Plot gemacht haben, werden sie wiedergeboren und so. Also das ist halt, es ist halt einfach immer die Kombi und es ist nie nur das eine. Ne? Aber die Plots helfen uns wirklich erstmal, den Zugang zu finden. Und dann vertiefst du in, wo habe ich das erlebt, meine Biografie. Genau, und dann gehe ich erst in mein Ich. Genau, und so, also wirklich, das ist eine Methodik, mit der, wie gesagt, das kommt halt aus der Schriftstellerei, sage ich jetzt mal, aber das ist halt wirklich, genau so wird das da halt auch gemacht. Also das ist das, was man in Schreibseminaren lernt, wenn man jetzt irgendwie Romanautor werden möchte. Und ich wollte ja schon immer mein Kinderbuch schreiben, wir kennen das ja alle. Dann geht man in Schreibseminare und da lernt man dann halt solche Sachen. Mhm. Ne? Genau, und ich arbeite halt im Business mit damit. Und manchmal komme ich mir halt wirklich so ein bisschen vor wie so ein Alien, aber ich weiß halt, dass es funktioniert. Ja, und von daher ist mir das wichtig und ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, wirklich das mal zu erzählen. Genau, ja. Danke. Hat noch jemand eine Frage oder eine Anmerkung? Ihr könnt auch einfach nur sagen, wie ihr es fandet. Susanne. Ja, also nochmal zu den Plots. Das heißt, wenn ich würde mir also einen von diesen Plots aussuchen, der am besten zu mir passt. Nee. Und dann meine Geschichte da reinpacken oder wie gehe ich davor? Nicht aussuchen. Rausfinden. Wir erfinden nicht. Wir erfinden jetzt nicht von wegen, oh, ich möchte aber gerne irgendwie eine Alice sein oder so, sondern das ist dann halt so. Ja, das ist sozusagen eine Methodik, deswegen, ich würde mich einfach mit diesen Plots mal intensiv beschäftigen und dann auf den Wahlvertrauen, der in euch ist, der intuitiv weiß und spürt, stimmt irgendwie, also Susanne, meine Gegenfrage, als ich eben die Plots so kurz erklärt habe, wo hat denn bei dir irgendwas in dir gearbeitet? Wo hast du gesagt, ja stimmt, das kommt mir bekannt vor? Der in der Mitte. Bei Mission? Ja. Ja, wenn das der erste Eindruck ist, dann ist der richtig ist. Okay, aber kriege ich denn alle meine Geschichten, die ich so erzähle, immer in so einen Plot rein? Genau, also der Punkt ist, dass wir halt gewissermaßen Muster haben, ja? Und bei mir ist das nämlich auch so, ich habe auch eine Mischung aus Alice, ich bin auch ein sehr neugieriger Typ Mensch und ich folge wirklich auch ständig irgendwelchen rosa Kaninchen und ich muss das echt mal lernen, das war auch für mich ein Lernprozess, mich zu fokussieren. Aber wenn ich dann halt in dieser fremden Welt bin, dann lustwandle ich da nicht so träumerisch rum und rieche mal an der Blume und an der, sondern dann gehe ich aber auch ab durch die Mitte. Und sobald ich merke, dass es mir nicht gefällt, da sind wir wieder bei dem Wahl, haue ich ab. Ja, also das ist mein Muster, warum ich zum Beispiel auch die Adenauer Stiftung verlassen habe. Ja, das ist schon wirklich krass gewesen. Ja, also das war wirklich für die ganze Familie, die haben wirklich gesagt, sag mal, geht's noch? Ich hatte eine Doktorarbeit und ja. Aber das ist halt so meine Geschichte. Und man versteht über den Plot halt seine Verhaltensmuster, die man so hat. Und Verhaltensmuster sind nie irgendwas, was ich abwerten würde, sondern das ist einfach unsere Identität. Aber ich kann durchaus verschiedene Plots da haben. Also total, genau. Meine Mission würde ich, die passt am besten, also mein Lebensziel passt eben in diese Mission rein. Aber wenn ich so Geschichten schreibe oder hier Posts schreibe, dann würde ich jetzt sagen, da bin ich nämlich bestimmt alle von diesen Plots, ohne mir vorher Gedanken gemacht zu haben. Genau, das muss man differenzieren. Wichtig ist aber, dass man verstanden hat, wer man im Kern ist. Also auch ich bin ständig in einem, zum Beispiel heute bin ich in einem Underdog-Plot. Also ich fühle mich in dieser ganzen Community wie der Underdog, muss ich ehrlich gestehen. Ja, so wie irgendwie die verrückte Theresa. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich immer habe. Und dann mache ich hier so einen Aufschlag und erzähle euch was davon. Und das, also man hat immer wieder auch andere Plots. Ja, und auch ich muss Monster überwinden. Definitiv. Aber ganz im Kern habe ich eine Mission und zwar jedes Mal. Und zwar diese Mission ist wirklich, ich fühle mich klein wie der Hobbit und ich habe eine riesen, riesen, riesengroße Aufgabe. Und meine Aufgabe kann ich euch einen ganz kurzen Einblick geben, die ich gerade spüre. Dieses Thema von Hans-Georg Gadamer, was aus den 60er Jahren in der Geisteswissenschaft wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich habe so dieses Gefühl, meine Mission ist, das sozusagen in diese Community zu bringen, aber halt auch einfach in die Welt zu bringen und zwar in einer Sprache, die alle verstehen. Ja, weil Geisteswissenschaft hat immer noch so den, das sind ja die Taxifahrer und so. Die werden immer noch so abgewertet. Ja, und deswegen fühle ich mich so klein und unbedeutend. Genau.
So, ich ist ein Announcement, it's Networking Time, entweder völlig zwanglos im Story-Café oder im 1:1 auf der linken Seite. Also ich bin einfach noch ganz kurz in dem Raum, wer noch Fragen hat, ansonsten wer gerne jetzt networken möchte, die Viertelstunde bis zur nächsten Session, kann das auch gerne tun. Von daher, wer jetzt noch Fragen hat und noch hier ist, ich bin noch da. Also ich würde noch mal kurz fragen, ich bin ein Scanner. Hast du da schon so mal Kontakte gehabt in die Scanner? Also ich würde mich tatsächlich auch vielleicht wie eine Alice sehen, so als allererstes jetzt. Definitiv. Scanner sind ja immer Alice. Das ist aber, okay. Das ist nichts Schlimmes, dass das so ist. Und das ist halt, das ist halt auch sehr heilsam, sich erkannt zu haben. Ja, weil wir werten das immer so ab, oh Gott, ich darf kein Scanner sein, ich muss mich fokussieren und so weiter. Ich sage so, nee, bin ich aber nicht, ich funktioniere nicht so. Ja, das, ich habe dennoch eine Mission, ne? Das kann definitiv sein, sein. Das kann dir sogar helfen, zu verstehen, in welchen Punkten du dich fokussieren kannst. Und wenn du, der Punkt ist, Scanner sollten vielleicht nicht so intensiv auf Social Media, also nicht so vielen Leuten folgen. Ich würde dir empfehlen, als Scanner-Typ, den Leuten zu folgen, die sozusagen dich in deiner Mission unterstützen. Ja, wirklich, da bin ich auch tatsächlich den Weg finden. Also, ja. Zum Beispiel, ich mache das ganz radikal. Ich folge zum Beispiel bei Instagram und auch bei LinkedIn, ich folge wirklich nur, weil ich auch ein Scanner bin. Und für mich ist das so, oh, ich finde das interessant und das und das und auch cool und das möchte ich noch lernen. Das funktioniert für mich nicht, das würde mich von meiner Mission abhalten und dann würde ich meine Energie verbluten und würde unglücklich werden. Genau. Ja, und da hilft dir dieses. Theresa, kann ich mal kurz fragen, was ist denn ein Scanner? Ich kenne das nicht. Ein Scanner ist jemand, der immer alles abscannt, ja, der alles einfach wahrnimmt. Das sind auch meistens Menschen mit einer Hypersensibilität, die einfach alle Geräusche, alles abscannen, alles mitkriegen, alles aufnehmen, alles verarbeiten und dann halt auch schnell in eine Überforderung kommen. Okay. Das sind Menschen, denen dann auch mal nachgesagt wird, ihr habt eine Konzentrationsschwäche und dies und das. Ja, also das sind einfach solche. Ja, aber nicht nur das. Ich meine, also das ist auch, gibt es auch andere Wörter für zum Beispiel Multipotentialite oder sowas. Also jemand, der sich für viele Themen interessiert und da auch schnell reinschaut und schnell lernt und aber dann zum nächsten Thema springt und da eben auch wieder tief einsteigt. Und den Vorteil von Scannern ist natürlich auch diese ganzen Kombinationen von den Themen schnell zu erfassen oder sowas. Also das sehe ich so als das Wichtigste und Interessanteste eigentlich. Ja. Vielleicht noch vielen Dank dafür. Also ich fand es großartig und auch sehr, sehr wertvoll. Und es ist ja auch schon geschrieben worden, dass das sozusagen, dass es gar nicht, dass es schade ist, dass du wahrscheinlich selber gar nicht erkennst, wie toll das jetzt, also wie viele Impulse das gegeben hat. Das würde ich mir wünschen, tatsächlich, dass du das dann auch noch mehr für dich mit reinnehmen kannst, dass es tatsächlich eine gute Mission ist, auf der du bist. Mhm. Deswegen vielen, vielen Dank für die Impulse. Ja, super gerne. Ja, wenn noch jemand Fragen hat, ich bin, wie gesagt, weiterhin einfach bis um 11 im Raum. Und genau, hier hat Nico Gugger hat geschrieben, ein Plot ist kein Persönlichkeitsprofil, wir sind alle komplexer als eine Story. HSP und Scanner können zusammentreffen, müssen aber nicht. Genau, also das ist halt auch ganz wichtig zu verstehen. Ich meine, letzten Endes das, was ich hier heute gemacht habe, war in einer halben Stunde versucht zu erklären, wie der Designprozess funktioniert. Das ist viel, viel, viel komplexer. Ja, das ist so dem so ein bisschen geschuldet. Und deswegen, ich arbeite mit Menschen auch nicht so an einem Tag zusammen. Und ich sage auch immer, es bringt auch nichts, wenn man sich einmal trifft zu einem Coaching oder irgendwas, sondern das ist wirklich ein Prozess, den man gemeinsam gehen muss, um wirklich, weil der Punkt ist, man erzählt sich selbst auch Geschichten, weil man die irgendwann mal gefunden hat, sich irgendwie damit identifizieren konnte. Und dann wird diese Geschichte so groß und so stark und dann limitiert man sich. Das ist halt auch wirklich gefährlich. Also deswegen, das mache ich auf Instagram, wer mir da folgen möchte, ich gebe ständig Warnhinweise raus für das Thema Storytelling. Ja? Geschichten, die man sich selbst erzählt, können tatsächlich auch limitieren und gefährlich sein. Ja? Deswegen ist das wirklich wichtig, auf den Wal zu vertrauen, weil der Wal ist das intuitive Wissen. Ja? Das ist was ganz, ganz anderes als diese rationale Analysemaschine sozusagen, die dann irgendwas in irgendwelche Schubladen reinsortieren will. Ja, also sondern wirklich der Wahl ist, ich hätte vielleicht auch noch viel mehr über Intuition und rationale Unterschiede sprechen müssen. Aber wie gesagt, ich hatte nur diese gute halbe Stunde und deswegen ist das so ein bisschen
Alles gut, dass das natürlich pointiert war. Es war mir nur wichtig aus psychologischer Sicht, dass da noch eine ganze Menge drin steckt, was man nicht so verkürzen sollte. Deswegen, und was ich auch mache, das möchte ich auch sagen, weil ja auch viele im Raum sind, die vielleicht auch mit Plots dann arbeiten, war ja auch gleich die erste Frage, wie ich damit arbeite. Also ich sage wirklich, ich arbeite nicht mit Menschen, die mitten in einem Prozess sind. Das mache ich nicht, weil ich bin als Coach nicht ausgebildet. Ich mache das nicht. Ich mache Biografiearbeit, aber ich mache die Biografiearbeit mit dem Anspruch, einen Text, also wirklich was zu formen. Ja, deswegen, ich bin so ein Hybrid aus Texterin und es ist halt Story Design, aber wenn ich merke, die sind gerade, zum Beispiel, ich habe jetzt aktuell, könnte ich machen. Eine Führungskraft hat mich jetzt angeschrieben und so, ja, und sie will jetzt dieses Unternehmen wechseln und sie wandert im Sommer dann nach Amerika aus. Und sie möchte jetzt vorher unbedingt noch mit mir ihre Story machen für LinkedIn. Und da ist so mein Gefühl, mein intuitives Wissen, die ist gerade mitten im Prozess, die will nach Amerika auswandern, das wird eine völlig fremde Welt. Und das sind halt so Menschen, die lehne ich dann ab. Ja, also das heißt ablehnen, ich erkläre ihnen das dann halt auch, warum ich sage, nee, das kann ich nicht. Ja, such dir wirklich einen Coach oder irgendjemand, der dich da begleitet, aber ich kann es halt nicht. Also da habe ich auch wirklich eine extreme Verantwortung. Aber ich danke dir wirklich sehr, dass du das den Impuls gegeben hast. Ja, danke. Ja. Damit hatte ich die Gelegenheit, das auch nochmal zu sagen, genau. Ja. Hat sonst jemand noch Fragen dazu? Theresa, mich würde interessieren, du hast das ja bei dem Tobias wirklich auf der Webseite so toll auf den Punkt gebracht. Das fand ich, also da warst du ja auch stolz auf dich und ich finde zu Recht, das hast du total schön formuliert. Kannst du das denn für dich selbst auch so gut? Weil ich bin ja auch Texterin, kann das auch für jeden anderen sozusagen, habe aber bei meiner eigenen Webseite, habe ich die Krise gekriegt. Also ich fand es ganz, ganz furchtbar, das dann auf den Punkt zu bringen. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich, deswegen ist mir das halt auch so wichtig, so Menschen oder TexterInnen sozusagen beizubringen, dieses Wissen, weil dieses Wissen ist halt auch wirklich ganz viel mit Selbsterkenntnis verbunden. Ja, und ich habe, seitdem ich weiß, dass ich auf einer Mission bin und seitdem ich weiß, dass ich ein Team brauche, hat sich in meinem Leben auch wirklich viel verändert. Also ich weiß, dass ich, also dieses, sich, manchmal hat man immer so das Gefühl, in gewissen Kontexten oder in gewissen Netzwerken fühlt man sich irgendwie falsch. Ich weiß jetzt, warum das dann meistens so ist, ja, weil ich bin definitiv nicht der Mensch, der irgendwie auf einer PR-Bühne gerne steht und zeigt, wie toll er doch ist. Obwohl ich weiß natürlich, dass meine Arbeit wertvoll ist, aber ich bin niemand, der gerne damit angibt und so weiter. Und ich habe über meine Story verstanden, warum das so ist. Ja, ich kann mich halt super gut mit, oder ich kann mich halt mit diesen kleinen Figuren oder wie mit Kevin allein zu Hause, ja, diese Ungesehenen, ich kann mich super gut damit identifizieren, die aber eine riesengroße Aufgabe bekommen. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man auch ganz anders wirklich in Erfahrung bringen, gar nicht mal nur texten, sondern und sobald du weißt, was du sagen willst, kannst du es auch texten. Ja, also Bettina, vielleicht solltest du einfach nochmal viel klarer werden, wer du bist, was du textest. Und warum du das so textest. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass das dann, also wie gesagt, Klarheit im Denken ist Klarheit in der Sprache. Das ist immer so. Das funktioniert gar nicht anders. Wenn wir irgendwie so auf der Suche sind und wir wissen nicht, wie wir es formulieren sollen, dann haben wir einfach noch keine Erkenntnis gehabt. Und dann würde kein Romanautor, würde da überhaupt einen Stift in die Hand nehmen. Das ist so. Und deswegen, also das heißt, dir fällt das bei dir selbst dann auch leicht? Aber erst seitdem ich es begriffen habe. Okay. Und ich bin, wie gesagt, aktuell in dem Prozess, dass ich das mit dem Wahl immer mehr verstehe, was das bedeutet. Ja, das heißt, meine jetzige Webseite, die ist noch sehr so wie dieses kalte Cola-Ding, sehr frech, dynamisch. Da hat dann irgendwie Goethe, der hier im Hintergrund steht, der hat da auch noch so seinen Sidekick wie Herbert Feuerstein bei Harald Schmidt damals. Ne, also so habe ich das so für mich so ein bisschen, das ist so ganz witzig und lustig, haha. Ja, aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht nur die Witzige bin, sondern dass ich halt auch irgendwie ernster genommen werde. Und das ist halt so meine Aufgabe, vor der ich jetzt gerade stehe. Das heißt, ich muss auch meine Webseite ein bisschen anpassen. Aber ich weiß halt, was ich sagen will jetzt. Ja, genau. Also es hat wirklich immer mit Selbsterkenntnis zu tun. Immer. Ja. Es ist jetzt gleich um 11. Möchte noch jemand networken oder bevor der nächsten Session nochmal? Also ich bin, wie gesagt, noch hier. Also mir fällt da nur gerade ein, weil du gerade eben auch sagst, die Webseite, das spiegelt sich dann auch in deinen Bildern wieder, ne? Ja, oder? In allem. Also das ist meine, und das ist halt eben, also wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist immer von Mutti am Kaffeetisch bis mein Post auf LinkedIn. Wenn man einmal begriffen hat, wer man ist und warum man sozusagen das tut, warum man tut, fällt einem alles, was man irgendwie kommunizieren muss, viel, viel leichter. Ja.
Ja, ich baue halt gerade meine Webseite auf, deswegen, und da war ich auf der Suche eben tatsächlich nach Bildern. Ich will natürlich eigene Bilder verwenden, aber vorübergehend für den ersten Auftritt habe ich dann einfach mal gesagt, okay, ich suche halt auf den gängigen Bildplattformen, ne? Und ja. Also wie gesagt, da würde ich auch immer den Wahl entscheiden lassen. Wie gesagt, der Wahl ist die intuitive Kraft. Das ist dein intuitives Wissen und das ist rein, ich meine, das kann ja, jetzt ist sie gerade weg, na egal. Hätte das Nico doch mal erzählen können, die ist Psychologin. Aber das ist wirklich das Wissen, jetzt ist sie wieder da. vielleicht kannst du auch einfach was sagen, nochmal ganz kurz, Nico, zu dem Unterschied zwischen dieser Intuition. Intuition ist ja kein Gefühl, es wird ja immer so als Gefühl, also man denkt immer, irgendwas stimmt nicht oder es ist nur ein, wir werten halt Intuition häufig total ab, dabei ist irgendwie Intuition eigentlich eine Superkraft. Und wenn wir Bilder suchen, würde ich immer auf die Intuition vertrauen. Welches Bild spricht mich an und was macht das mit mir? Irgendwas arbeitet da in mir. Also Nico, wenn du noch irgendwas was Wertvolles über Intuition sagen könntest. Also zuerst, ich bin keine Psychologin, aber auf dem Weg zur Transaktionsanalytikerin, da steckt eine ganze Menge Psychologie drin. Intuition würde ich aber aus einem anderen Kontext sehen. Das basiert auf ganz viel Erfahrungswissen, was wir so internalisiert haben, dass wir es gar nicht bewusst abberufen müssen und das mit viel Feingefühl verknüpfen. Also so ein bisschen, ja, implizites Wissen. Genau. Darum geht es. Man weiß das einfach. Und deswegen, wenn wir mit Plots arbeiten, wir wissen einfach, also ich weiß es einfach, dass ich der kleine Hobbit bin. Ja? Da gibt es auch ein Buch, Blink. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Da ist es, also das geht um Intuition. Also da ist es so, dass halt jemand eine Statue anschaut und die Statue sieht nicht echt aus. Ein kleiner Gedanke. Und es wird aber dann überall als echt betrachtet und irgendwann im späteren kommt dann raus, dass die tatsächlich nicht echt war. Und das war eben da die Intuition. Und das sind halt diese Erfahrungen, die man hat, die gesammelt sind. Man kann nicht sagen, warum sie nicht echt erscheint, aber der Gedanke ist eben da, dass sie nicht echt erscheint. Und das ist aber wichtig. Und ich würde immer auf die Intuition vertrauen. Ich weiß nicht, warum mich der Hobbit so anspricht. Ich weiß es nicht. Ja, aber dann kann ich halt auf die Suche gehen, warum das so ist. Und dann begreife ich, stimmt, auch ich bin eigentlich, fühle mich irgendwie, und vor allem, es passt wirklich ganz bildlich, weil ich wohne im Eichsfeld, wer das kennt, das ist halt eine wunderschöne Landschaft, das ist wirklich wie das Auenland hier. Also ich kann mich damit so identifizieren, ja. Und irgendwie, ich habe zwar keinen Gandalf, der zu mir kommt und mir einen Ring in der Hand drückt und sagt, so, du musst den jetzt nach Mordor bringen, aber ich habe halt irgendwie diesen Ruf und ich, deswegen dieses auf der Suche sein, das habe ich jetzt begriffen. Und zwar, es geht wirklich, und es ist wirklich gerade ein ganz, ganz aktueller Prozess. Der ist noch so aktuell, dass ich ihn wahrscheinlich selber noch gar nicht richtig beschreiben kann. Ja, das wird sich dann so in einem halben Jahr, dann werde ich so richtig begriffen haben. So. Ne? Aber da sieht man, man ist halt permanent in der Transformation. Und das ist halt auch einfach ganz wichtig zu verstehen, dass man halt permanent auch im Wechsel ist. Also man ist jetzt nicht, vielleicht bin ich in einem halben Jahr auch komplett in einem Monsterplot, weil ich auf einmal auf der Mission feststelle, oh Gott, damit habe ich aber nicht gerechnet, ja. Ach du je. Und aber im Kern bin ich immer auf der Mission, weil ich halt, wie gesagt, das Team habe, was mir hilft, diese Monster dann zu besiegen. Ja, ja. Genau. Es ist jetzt gleich um 11. Ich würde mich jetzt einfach mal ganz herzlich bei allen bedanken, die hier heute zugehört haben. Und vernetzt euch gerne mit mir. Ich sage immer, LinkedIn ist mein Büro und Instagram ist meine Büroküche. Also ich bin auf Instagram immer ein bisschen echter, ein bisschen cooler, ein bisschen näher am Menschen. Je nachdem, wo ihr euch da vernetzen möchtet, ich freue mich immer gerne. Also auf euch.